Hallo liebe Leute, da bin ich wieder, euer Ben Stormrider im Let's Play zu Star Wars Knights of the Old Republic. Ja, und wir sind hier mitten in den Dünen und sind noch auf der Jagd noch ein paar Wüstenraids und setzen das jetzt mal fort. So, die Schädelplatten bringen ja ordentlich Kohle für uns. Oh, Backe. Guckt euch mal unsere Lebenspunkte an. Der kommt uns ganz schön bei hier. Ich glaube, wir brauchen mal ein Level-Up. Oder vielleicht probieren wir es erstmal mit einem Medic-Kit. Der Wookie lenkt ab. Oder einfach Jedi-Heilung. Es hilft nur HK-47 nichts. Der braucht ganz dringend ein Level-Up. Machen wir mal schnell Attribute. Ja, mal sehen. Der ist furchtbar stark, aber warum eigentlich? Attribute. Ja, Geschick wäre am klügsten, oder? So, dann haben wir hier die Fähigkeiten. Reparieren wäre durchaus eine Idee. Kann er sich ja selbst am besten reparieren. Was haben wir denn für Schilde? Umgebungsschild. Dummerweise bloß. Gib dich nochmal außer Reichweite hier, Mensch. Was ist denn das für ein Ding? Ein Druiden-Schilddisruptor. Na gut, der ist jetzt nicht so nützlich. So, wir heilen nochmal fleißig. Sparen uns das Level ab. Mal gucken, ob die Macht bei dem Vieh anzuwenden ist. Ja, es funktioniert. Wunderbar. Da ist das nächste. Jetzt sind unsere Machtpunkte aber alle. Bezahlbar haben wir glücklicherweise einen erfahrenen Jäger bei uns. Mit HK-47 gewissermaßen auch, nur hat der wahrscheinlich sonst intelligentere Lebensformen gejagt. Da liegt noch eine Schädelplatte rum, wenn ich das richtig sehe. Genau. So. Und die haben wir wahrscheinlich hier auch irgendwo in unserem Inventar. Stärke-Enhancer ist da. Hier, Schädelplatte eines Wüstenraids. Hierbei handelt es sich um die unglaublich robuste Schädelplatte eines Wüstenraids. Angeblich haben die Knochen eine heilende Wirkung. Allerdings ist der Markt sehr überschaubar. Naja, nun gut. Sonst weiter nichts, ja. Alles Klärchen. Nun, was den Sandcrawler selbst betrifft. Laufen wir mal einmal drum rum. Da hinten waren wir auch noch nicht. Schon geil, die Apparate, oder? Und sowas haben die Jawas dann in der Zukunft wieder flott gemacht, wenn sie C-3PO und R2-D2 zu Luke Skywalker transportieren. Menschen! Minenarbeiter! Hallo! Wir kamen praktisch gar nicht dazu, zurückzuschießen. Der Captain kann euch alles darüber erzählen. Ah, ihr seid überfallen worden, ja? Das ist der Vorarbeiter. Sie kamen aus dem Nichts. Ich denke nicht, dass der Captain überhaupt etwas von dem Angriff geahnt hat. Okay, da ist noch Müllberg. Was haben wir da drin? Wühlende Müllteile, Medikits, Stärke-Enhancer. Das ist ganz gut. Ja, reden wir mal mit dem Captain. Ach so, was mir gerade noch einfällt.
wir suchen ja jetzt auch nach Griff, ne? Nach Missions Bruder, weil der ist ja irgendwie in den Dünen verschwunden, nachdem die Sandleute angegriffen haben. Deshalb nehme ich jetzt mal Mission mit, ja? Die nehme ich einfach mal mit in die Gruppe. Und dann gucken wir mal. Ich schau mal kurz ihre Rüstung an. Ich habe die Fieberpanzer 5. Das hat man schon besser gesehen, um ehrlich zu sein. 6 plus 4. Wie viel Geschicklichkeitspunkte hat sie? Plus 3. Ja gut, wenn wir das jetzt noch geboostet hätten, aber ich habe leider einen Booster rausgenommen. Kälte- und Feuerschaden habe ich jetzt nirgends gesehen. Ich steck sie mal in die rote Rüstung, ne? Das geht auch klar. Kein Problem. Klar. Hat sie einen Rüstungspunkt mehr. So, Vorarbeiter der Bergleute. Wer seid ihr? Ach, spielt keine Rolle. Könnt ihr mit einem Blaster umgehen? Sie können jeden Augenblick wieder angreifen. Ich denke, wir haben allein keine Chance gegen eine weitere Welle. Tja, ich schätze, das ist das Werk der Sandleute. Da habt ihr recht. Sie kamen praktisch aus dem Nichts. Wartet. Verdammt! Es geht schon wieder los. Wie machen sie das nur? Ja, man sieht die nicht kommen. Die wissen wahrscheinlich, wie sie sich tarnen müssen, damit man die nicht sieht im Sand. Die können sich wahrscheinlich irgendwie unterm Sand oder so unter der Oberfläche von dem Sand verstecken oder legen sich einfach hin. Und die Roben sehen ja auch sehr sandig aus einfach. So, pass auf. Ich mache jetzt mal Machtsprung. Und Mission und der Rest, ihr könnt fröhlich drauf losballern. Ich denke, das ist eine ganz gute Taktik. Ihr im Fernkampf, ich im Nahkampf. Und dann gucken wir mal. So, ich halte die zurück. Brauche natürlich auch ein bisschen die Macht. Damit die uns nicht gleich auslöschen. Eigentlich wäre ein Nahkampfschild gut, aber ich glaube, wir haben sowas gar nicht momentan. So, ist echt gut, dass wir die Macht haben. Das wäre sonst ein Ding der Unmöglichkeit, aber so, als Jedi, nehmen wir die einen nach dem anderen auseinander. Action hier. Okay, und dieser hier. Da kommt die nächste Welle. Hey, nicht so voreilig. Geht's uns allen gut? Jawohl. Da, nehme ich mir den ersten gleich vor. Hopsa, Machtsprung, schon sehr nützlich. Nicht auf Weinerwache, Freunde. Ihr habt mit einem Jedi nicht gerechnet. Legt euch mal mit einem in eurer Größe an. Ah ja, ihr ballert einfach fröhlich drauf los. Das passt schon. Gleich. Was, noch eine Welle? Meine Fresse, die kriegen aber nicht genug, ne? Da ist ein Krieger. Achso, das sind alles Krieger. Keine Ahnung, warum der dunkler aussieht als der Rest. An den gehe ich gleich mal ran. Irgendjemand weit weg. Ich halte dich mal mit dem Machtstoß zurück. Den hier auch bitte. Ich lasse die einfach mal alle schweben und dann können Mission und Hakada völlig drauf losballern. So, jetzt sind mir allerdings die Machtpunkte ausgegangen. Hm.
bisschen Matrix-Effekt. So. Und Schluss damit. So, kriegen wir jetzt Gaffi-Stäbe? Kriegen wir jetzt irgendwas? Ich würde mich freuen. Mann, es darf doch nicht wahr sein. Also gut, ist vielleicht auch einfach nicht der Stamm, den wir abmetzeln sollen. Das kann ja sein. So, reden wir nochmal mit dem Captain. Ich danke euch für eure Hilfe. Ich denke nicht, dass wir die Stellung noch viel länger halten können. Wir sind keine Soldaten. Hat euch der Konzern geschickt? Es ist an der Zeit, dass sie diese Bestien endlich vertreiben. Ja, gewissermaßen hat der Konzern uns tatsächlich geschickt. Ich habe mich bereit erklärt zu versuchen, den Angriffen der Sandleute ein Ende zu bereiten. Nun, ihr habt eine Menge Arbeit vor euch. Wisst ihr von ihrer Enklave im Süden? Versucht erst gar nicht, dort in die Nähe zu kommen. Sie haben alle Waffen von Cherka an sich genommen, die eigentlich zum Schutz unserer Sandcrawler dienen sollten. Die Anlage ist eine Festung, eine Todesfalle. Ihr müsst einen Weg finden, euch dort hineinzuschleichen. Bin ich froh, dass das nicht meine Aufgabe ist. Wisst ihr denn etwas über die Sandleute, was mir weiterhelfen könnte? Nur, dass sie alles angreifen, was sie sehen. Nun gut, sie greifen sich nicht gegenseitig an, aber jeder Fremde ist so gut wie erledigt. Der Konzern hat versucht, uns zu bewaffnen. Aber das Resultat ist schlicht und einfach, dass die Sandleute dann den Leichen auch noch die Waffen abgenommen haben. Ihre Enklave gleicht inzwischen einer Festung. Wir sind keine Soldaten. Sie setzen uns außer Gefecht und klauen uns die Waffen. Sie haben sogar die Java dazu gebracht, die Geschütze zu deaktivieren und um ihre Enklaven herum wieder aufzubauen. Es gleicht einer Festung. Ich habe keine Ahnung, wie ihr da durchkommen wollt. Ich an eurer Stelle würde mich hineinschleichen. Nun ja, ehrlich gesagt würde ich an eurer Stelle darauf pfeifen und nach Anchorhead zurückgehen. Die Sandleute haben Geschütze? Meine Güte, deshalb haben sie die Java als Sklaven. Sie nehmen, was sie kriegen können. Sie hassen unsere Technologie, aber setzen sie mit Vorliebe gegen uns ein. Das gilt für Blaster und auch für Geschütze. Man muss ja auch kein Genie sein, um sie zu bedienen. Sie kennen sicherlich nicht alle Spezialfunktionen. Sie warten nur darauf, dass sich jemand nähert und schalten sie ein. Ich hätte da noch Fragen über die Wüste, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet. Dafür habe ich keine Zeit. Ich habe von der Wüste genug. Macht doch mit den Sandleuten, Great-Drachen und verrückten Jägern, was ihr wollt. Na gut, dann gehen wir jetzt. Ja, und wir auch. Es ist unmöglich, dass wir hier etwas reparieren, während wir ständig angegriffen werden. Soll die Wüste sich doch das Ding holen? Die Javas werden das alles früher oder später ohnehin bergen. Dann können wir es von ihnen zurückkaufen und wieder von vorne anfangen. Macht Sinn, würde ich sagen. Ja, das macht Sinn. Naja, ich weiß nicht. Na, wahrscheinlich schon. Ist halt Tatooine-Logik. Die Sandleute. Der Vorarbeiter einiger Cherka-Mechaniker erwähnte eine Enklave der Sandleute im südlichen Dünenmeer. Da die Sandleute bereits zahlreiche Waffen und mehrere Geschütztürme der Cherka Corporation erbeutet haben, wäre es klug, sich irgendwie ins Lager zu schleichen. Brauchten wir die Info, bevor wir Roben bekommen, oder was ist? Merkwürdig. Also gut, was können wir dann noch über diesen Planeten erfahren, HK? Aussage. HK-47 ist einsatzbereit, Meister. Was wisst ihr über diesen... Das wäre dann alles. Wie ihr wollt, Meister. Wiedersehen. Er kann uns gar nicht... Wir können ihn gar nicht fragen über den Planeten, aber mischen bestimmt. Hey, was kann ich für dich tun? Was wisst ihr über den Planeten, auf dem wir uns aufhalten? Ich dachte immer, dass Tatooine nur ein Felsbrocken voller Sand ist. Keine Ahnung, warum die Cherka Corporation dort ihre Minen betreibt. Tut mir leid, ich hätte dir wirklich gerne geholfen. Kann ich sonst noch was für dich tun? Sprechen wir doch nochmal über deinen Bruder, den wir jetzt suchen. Reden? Worüber sollten wir reden? Diese Sandleute haben meinen Bruder gefangen genommen. Griff ist vielleicht ein Idiot, aber wir müssen ihn retten. Wir können ihn nicht einfach bei diesen Monstern lassen. Mach dir keine Sorgen, Mission. Wir holen ihn schon zurück. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Mit einem Jedi befreundet zu sein, hat wirklich Vorteile. Na, absolut. So, mal sehen. Ja gut, dann schauen wir mal weiter. Ich habe da hinten noch ein paar Wracks im Sand gesehen. Gehen wir doch da einfach hin. Würde ich sagen.
Hier sind Minen. Das ist doch ein Job für dich, Mission. Denke ich. Ja, das kriegt sie hin. Das kann sie ganz gut. Haben wir noch andere Minen irgendwo? Da hinten ist noch eine. Offenbar. Ja? Sodale. Na, seht ihr, da hat sich schon rentiert, dass wir Mission dabei haben. Hier ist noch ein Müllberg. Da ist noch ein Müllberg. Drei Müllberge. Hilfe! Helft mir bitte! Hier! Unter dem Wrack! Oh Gott! Wer ist da? Was für ein Wrack? Hier? Bitte helft mir! Ich komme hier nicht raus! 3, 2, 1! Haha, Schnaub, jetzt sitzt du in der Falle! Das ist ein verdammt guter Hinterhalt. Los, gib uns 500 Credits, sonst machen wir dich kalt. Aha, das war also ein Hinterhalt, ihr dreckigen Schweine, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr wagt es mir zu drohen, ich könnte eine gefährliche Person sein. Was? Görg hat gesagt, du bist harmlos. Als Maulidiot, die blöffen doch nur. Die haben keine Chance. Wir sind möglicherweise verwundet durch die Mine. Ich werde mal überreden. Vielleicht gehöre ich ja zu den Jedi und habe große Macht. Wollt ihr das riskieren? Ja, vielleicht sollten wir lieber aufs Nummer sicher gehen. Nur dieses eine Mal. Los, Görg, wir ziehen ab. Schade um den schönen Hinterhalt. Schnauze, Blödmann, komm einfach, Schnau. So, die Gamorreaner. Die hier alle in den Dünen ausschalten. Ein neuer Tagebucheintrag. Eigentlich, um ehrlich zu sein, konnten die einschüchtern und das Feigepack ist in die Wüste geflohen. Um ehrlich zu sein, hätten wir denen vielleicht das Handwerk legen sollen. Weil die machen ja auch Jagd auf andere Jäger. Naja, egal. Wir sind halt charismatisch. Wir müssen nicht unbedingt kämpfen jedes Mal. Dann haben wir das jetzt eben so gelöst. Wir haben auch schon genug gekämpft, diese Folge. So ist es nicht. Da ist ja noch eine Mine. Ja? Ja, Mission, bitte kümmere dich auch darum. Da hinten sind noch Sandleute. Das ist interessant. Guck mal kurz auf die Karte. So, wir haben hier zum östlichen Dünenmeer und da zum Territorium der Sandleute. Das macht schon Sinn. Tja, sollten wir vielleicht in das Territorium der Sandleute eindringen. Klar. Aber vielleicht gucken wir ganz kurz ins östliche Dünenmeer rein. Ach so, übrigens, ich habe auch andere Texturen für Tatooine drin. Ich glaube, der Hintergrund ist ausgetauscht worden. Deshalb sieht man da jetzt so Felsen, so Rocky Mountains, ähnlich wie in Amerika, hier Kalifornien und so, ne? Ja, vielleicht nicht unbedingt Kalifornien, aber auf jeden Fall Western. Der Hintergrund, ne? Das ist, glaube ich, nicht im Vanilla-Kotor drin. Das ist auch eine Mod. Die Mods könnt ihr alle finden auf meiner Homepage ben-stormrider-jimdo.com. Und ich gehe jetzt doch mal in die Richtung der Sandleute. Da unten sind sie.
Aber die greifen wir erst in der nächsten Folge an. Und dann dringen wir mal in deren Gebiet vor. Und vielleicht bekommen wir dann auch endlich eine Verkleidung, dass wir uns in deren Lager schleichen können und Missions Bruder retten. Und ja, vielleicht auch die Javas, die hier gefangen gehalten werden. Dann tun wir was Gutes. Bis dahin bin ich euer Ben Stormrider. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bye, bye.